Hallo zusammen, in diesem Video schauen wir an, wie ist der Prozess, bis ein Erklärvideo entsteht. Das ist nämlich eine von den Fragen, die uns am häufigsten gestellt wird. Mein Name ist Ralf Vandenberg, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Swiss Animate und lass uns loslegen. Also, im ersten Schritt gibt es ein Kennenlerngespräch. Wir machen das sehr häufig, ein Online-Meeting. Und wir stellen da sehr viele Fragen stellen. Was ist eure Zielgruppe? Was möchtet ihr mit dem Video erreichen? Wie möchtet ihr das Video einsetzen? Es geht aber auch darum, euer Angebot, euer Produkt, eure Dienstleistung oder die Schulung, die ihr vorstellen im Video, dass wir die ganz genau verstehen. Also wir stellen ganz viele Fragen stellen in dem ersten Kennenlerngespräch. Das geht so 45 Minuten bis eine Stunde ungefähr. Eventuell habt ihr auch noch weitere Informationen, wie zum Beispiel PowerPoint-Präsentation oder Informationen auf der Webseite. Oder ihr habt ein System, das wir zusammen anschauen. Also in dem ersten Gespräch geht es einfach darum, dass wir euch so gut wie möglich kennenlernen und euch herausfinden, was möchtet ihr mit dem Video erreichen. Was ist euer Ziel? Im zweiten Schritt tun wir dann all die Informationen aus dem Kennenlerngespräch zusammenfassen und das in kurzer Form erklären. Und zwar so erklären, dass es auch zu eurer Zielgruppe passt. Wir dürfen die Informationen in einem Drehbuch verarbeiten. Das Drehbuch ist in der Regel auch nach einem gewissen Faden aufgebaut, sodass das Video auch wirklich spannend ist zum Anschauen, dass eure Zielgruppe das Video auch gerne anschaut. Also wir haben das so einen kleinen Storytelling-Ansatz. Ein Drehbuch besteht in der Regel aus Sprechertext, also das, was im Video gesprochen wird. Es kann aber auch ein Video sein ohne Sprechertext, dann ist im Drehbuch drin, was wird zum Beispiel geschrieben im Video. Und ein Drehbuch besteht auch aus Zeichnungsideen. Also wie kann man das visualisieren, was wir überbringen wollen. Das Drehbuch kommt ihr natürlich über, also wir tun das für euch erarbeiten. Ihr kommt das über und könnt Feedback dazu geben. Das gefällt uns nicht. In der Regel wird das Drehbuch nochmal überarbeitet. Wenn das Drehbuch passt, dann starten wir mit einem ersten 10 Sekunden Demo-Video. Also das, was wir im Kennenlerngespräch besprochen haben, für eure Designwünsche, das tun wir im Demo-Video erarbeiten. Auch dort könnt ihr dann wieder sagen, das gefällt uns nicht, die Figur ist, das stellen wir uns ein bisschen anders vor, bitte mit den Farben noch ein bisschen mehr und so. Genau, ihr könnt dann auch wieder das Feedback geben. Das Demo-Video wird dann je nachdem nochmal überarbeitet, bis es dann wirklich passt für euch. Wenn das Demo-Video passt, dann fangen wir mit der Produktion vom kompletten Video an. Ihr könnt dann eine Sprecherstimme auswählen, wenn man mit einem Sprecher oder Sprecherin arbeitet. Wir haben hier verschiedene Sprecher, Sprecherinnen, die wir zusammen arbeiten. Haben wir Beispiele und ihr könnt dann das Passende für euch auswählen. Wir tun das komplette Video für euch erstellen. Dann kommt ihr das über und dann könnt ihr auch wieder sagen, das gefällt uns nicht. Und wir machen da unlimitierte Verbesserungsrunden, also wir arbeiten so lange am Video, bis es perfekt für euch ist. Und ja, so im Durchschnitt sind das so 3-4 Verbesserungsrunden in einem durchschnittlichen Projekt. Genau, und dann, wenn das Video komplett fertig ist, kommt ihr das Video in dem Format über, das ihr braucht. In der Regel ist das ein MP4-Format, aber wenn ihr es in einem anderen Format braucht, kommt ihr das in diesem Format über. Ihr könnt das Video dann verwenden für YouTube, für eure Webseite, für Social Media. Ihr könnt das überall einsetzen. Und auch wenn ihr irgendwie Hilfe braucht beim Einsetzen, irgendwie technische Unterstützung oder Tipps für die Vermarktung, dann tun wir das sehr gerne auch unterstützen. Und was wir auch machen, wenn es zum Beispiel ein Marketing-Video ist, um neue Kunden zu gewinnen, dann tun wir das Video sehr gerne auf unserem Kanal, auf LinkedIn, unserem Newsletter, tun wir das mit unseren Kunden teilen. Das geht dann auch wieder Reichweite für euch. Genau, das ist so kurz zusammengefasst, wie das der Prozess
funktioniert, bis ein Erklärvideo entsteht. Wenn du dann noch Detailfragen hast oder so, rufe gerne an oder schreibe ein Mail. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme. Besten Dank.